Aber hier ging es ja nicht lang, dass man oben war ja noch, da konnten wir doch auch irgendwas aufsammeln, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich würde mir das besser gefallen, wenn noch Licht an war. Ich hätte eigentlich... Noch, ne? Ja, eigentlich hätte ich auch einfach gerne die... Schrot noch gehabt. Ey, guck mal, die haben was mit ihm gemacht. Weil die Schrot einen halt zurückwirft. Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand in den Rachen des Schweins. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich fange mir beim Hals an. Oh. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Okay, das ist, der hört sich erstens wirklich an wie der Joker. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich jetzt was anderes genommen hätte? Ja, du sollst ja auch in den Rachen, also. Ja, vielleicht wäre das eine Falle gewesen, wenn mich dann irgendwas beißt oder so. Okay, das Spiel gibt uns das ja quasi sogar vor. Wir haben jetzt... Pass auf. Warte, was? Ja. Schlimm ist, ich kann es ja auch nicht wirklich machen. Also, du kommst ja an dem hier auch nicht vorbei. Also... Gott, ich kann ja mich auch gar nicht bewegen. Wo soll ich denn hier lang? Ich habe übrigens jetzt auch 100 Pistolenmunition, die Granatmunition, weil ich ja dachte, jetzt kommt ein Bosskampf, will ich natürlich nicht verschwenden. Wir versuchen erstmal wieder irgendwie jetzt in Sicherheit zu gelangen, würde ich sagen. Würde ich sagen, dass wir erstmal die Zimmer nochmal abgehen. Müssen wir ja sogar, weil er sagt ja, mit den Schlüsseln sind die Karten da. Also das Spiel gibt es ja sogar vor, dass wir danach suchen müssen. Das bedeutet allerdings auch, dass dort wahrscheinlich auch Gefahr hier schon geht. Die geht immer noch nicht auf. Also man muss wirklich die ganze Karte benutzen. Und ist aber halt auch nirgends sicher. So, stimmt. Jetzt verplan noch nicht wieder, wo du hin musst. Hier... Hier, hier. Und ja, Leute, ich bin jetzt am Laufen, weil wenn ja jetzt so ein Scheiß wie vor mir auftaucht, dann komme ich vielleicht noch weg. Also es war gerade auch eine richtig üble Geschichte, dass es, zwei vor uns aufgetaucht sind, weil man kann nicht einfach an ihm vorbei und wir können nicht springen. Ich habe alle drei Leben verballert. Dafür habe ich die roten Dinger gesetzt. Das ist sehr ärgerlich. Auch der Arm, was soll ich jetzt eigentlich den Arm noch den ganzen Tag sterben? Der kann ja jetzt eigentlich auch erstmal noch weg. Granatwerfer, ey, wie ich, für einen Bosskampf. Aber wann kommt der Bosskampf? Wahrscheinlich, wenn man die beiden Chipkarten hat. Also packe ich den auch erstmal weg. Wir nehmen wieder das Gewehr, dann suche ich gleich eben die drei Schuss da. Wir haben tatsächlich Munitionsprobleme und so. Ach ja. Gott, Entschuldigung. Ich kann auch. Ich merke keinen Unterschied, ganz ehrlich gesagt. Bis jetzt. Wir könnten ein bisschen was herstellen. Also Leben sollten wir auf jeden Fall. Sonst erst warten. Ach, ja, okay, Leben, aber sonst erst warten, was wir vielleicht noch finden. Weil man kann auch einzelnes Kraut fressen, ne? Ja, aber ein Leben auf jeden Fall, dass wir es dabei haben. Wir müssen ja auch nicht kämpfen. Man kann ja versuchen zu flüchten.
Das heißt, Führerschein will ich eigentlich auch noch so haben. Zwei Dinge auf jeden Fall am Anfang. Wie man hier im Menü sehen kann. Ich denke mal, das ist einfach eine Reihenfolge. Mhm. Aber vielleicht finden wir es ja auch noch. Okay. Dann noch ein ganz kleiner Punkt. Du bist immer nervöser, glaube ich, ne? Das macht mich, das stresst mich. Es ist, kommt auch dazu, am Anfang habe ich halt wirklich gedacht, es liegt viel Munition rum. Es ist der Schwierigkeitsgrad normal. Gut, man weiß jetzt noch nicht, wie die Gegner sind und so. Also wahrscheinlich, weil man erstmal weiß, wie man die besiegen kann. Man hat eben gesehen, zum Beispiel da, wo ich schon die Viecher den Arm und Beine abschießen kann, wo ich eben schon ungefähr 4 Magazine von der Pistole reingeballert habe, damit die sterben. Und ich schieße mit der Schrot 2-mal im Kopf, weil ich da sehr nah dran stand, bei dem anderen 3-mal. Okay, ne, das ist dann natürlich schon ein riesen Unterschied. Vielleicht ist man dann jetzt hier auch einfach viel zu verschwenderisch umgegangen. Aber ich meine, gut, wenn man es nicht weiß, muss man es testen. Wie soll man das sonst hinkriegen, die ganze Geschichte? Es ist einfach so. Übrigens müssen wir wieder nach unten, weil eine Schlangentür ist nämlich noch unten. Ach ja. Man muss es ja testen und so. Das, was mich jetzt auch ein bisschen... Erstens, meine Pumpe geht wirklich. Es steigert sich immer mehr. Weil das Spiel jetzt einfach schon so viele krasse Sachen geboten hat, auch so. Und ich denke immer, oh Gott, was kommt jetzt? Und durch jede Tür kann wieder was kommen. Dann, was noch dazu kommt, ist, wir haben jetzt halt einfach nicht mehr viel Muni und so. Es ist. Man kann sich nicht wirklich wehren. Vielleicht ist Weglaufen wirklich oft die bessere Alternative und man sollte sich daran gewöhnen. Es ist halt kein altes Resident Evil und im alten Resident Evil war es auch schon oft eigentlich sinnvoll, wegzulaufen. Wenn man es kann. Okay, dann gehen wir wieder runter. Dann kommt man da rein und dann gehen wir rechts. Direkt wieder rechts. Und dann. Warte, mach nochmal die Karte auf. Nochmal eine tiefer. Rechts, rechts. Ja, da kommen wir aber auch zu den Leichenhallen, ne? Ja, aber wir müssen. Okay. Hin müssen wir da ja. Tatsächlich sofort gefunden, wo ich in diesem Raum jetzt schon mich 5000 Mal drin verlaufen habe. Mann, geh rein. Oh Gott, die Tür geht nicht zu. Jetzt geht sie zu. Man weiß ja auch nie, wie weit die Gegner einem folgen können. Also man hat ja eben gesehen, wo wir oben waren, sind sie uns nicht gefolgt. Vielleicht wird es damit erklärt, wenn dieses Zeug hier an der Wand ist, dass sie sich nur in der Nähe aufhalten können. Weil alles andere wäre ja auch irgendwie so fadenscheinig. Wenn man weiß, dass man irgendwo sicher ist, dann... Macht mir immer so viel Spaß. Ich will jetzt eigentlich keine von diesen Pillen schon verschwenden. Wir versuchen die erstmal so zu gucken, ob, was wir hier entdecken können. Und hier liegen überall Leichensäcke. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass es sich wohl um weit mehr als 20 Personen handelt, die diese Familie schon auf dem Gewissen hat. Und ja, wie gesagt, ich bin der Ansicht, es wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr sein. Ja, weitaus mehr, denke ich auch. Und hier hängen auch schon wieder so viele von diesen Leichen. Das riecht auch immer, das ist irgendwo ein Kampf und hier ist... Ja, die liebe Schote. Ach, ey, guck mal, wo wir sind. Ja. Das war die verschlossene Tür. Okay, wir haben uns also quasi jetzt nur einen Durchgang freigeschaltet. Ja, hier haben wir alles abgesucht. Einen neuen Raum. Gar nicht. Ja, hier hängen ja auch. Wir kommen hier gerade quasi her. Hier war ja der Polizist. Ja. Ja, wo soll ich denn dann jetzt zurückgehen? Welches wäre denn jetzt der bessere Weg? Ist beide scheiße. Auf eine Karte gucken, was sinnvoll ist, wo der nächste Ziel ist. Ne, erstmal will ich nur raus. Ich weiß nicht, wo wir in dem letzten Raum, wo wir da kurz bevor wir reingegangen sind, hat man ja auf jeden Fall gehört, dass ich ein Vieh da schon wieder... Oh Gott. War das ein Schuss? Ich habe keine Ahnung. Der ist einfach nur was umgefallen, kein Plan. Die
sicher, die können sich ja hier auch einfach irgendwo fortbewegen. Ich habe auch einfach das Gefühl, die können jetzt einfach überall kommen. Man ist nirgends schon mal so richtig sicher hier. Oh, es knarrt, boah. Viele verschlossene Türen, was aber wahrscheinlich auch bedeutet, dass hier uns noch so einiges erwartet. Aber liebe Leute, ich hoffe, wir sind echt nicht zu leise geworden jetzt. Also ich sitze auch ein ganzes... haben wir den Tisch verschoben? Nee, ne? Oh, da sind ja noch viel mehr. Echt jetzt? Die werden mir ja eh folgen. Was? Kann die anscheinend nicht. Oh Gott. Ich muss mich beeilen, bevor das Ding weg ist. Oh. Dietrich. Warte, eine Schublade. Nervengiftgranaten. Ja, aber ich kann ja trotzdem erstmal versuchen, alles. Ein Schatzfoto. Okay. Ein Plan für eine Waffe. Ach, das ist bestimmt die Waffe, die kaputt ist. Ja, da stand okay. Reparaturset. Oh Gott, oh Gott, ey. Mainhouse. Ach, ja, das war die kaputte Waffe, da wo der Vogel ist. Nee. Das war der, was war da denn drin? Oh, scheiße, weiter kann man jetzt auch nicht gucken. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen die Zeit eigentlich jetzt ausnutzen, auch wenn wir es nicht mitnehmen können. Das ist ein Rätsel, das lassen wir jetzt auch erstmal noch außen vor. Scheint schon vorbei zu sein, aber. April, bin mit Mami zum Krankenhaus. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. Sehr stolz. Ach, das heißt doch nicht April, das heißt April für April. Ich dachte, das wäre jetzt ein Name. Okay, du war Oliver, ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Ich dachte, das wäre ein Mädchen. Lukas ist doch auch der Sohn. Ach ja. Aber vielleicht hat... Hä,
Er hat trotzdem Lukas geschrien. Okay, das ist nicht ganz sinnig, aber vielleicht meint er dann ja den Bruder, den er gerufen hat. Okay. Und sie hat ihn ja auch eingesperrt. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Okay. Das ist schon die Trophäe. Oh, das sieht nicht nach Erfinderwettbewerb aus. Also jetzt zu der Karte, die wir eben gesehen haben. Da gucken wir gleich nochmal in Ruhe. Ich wollte halt jetzt eben die Zeit ausnutzen, hatte gehofft, dass das jetzt noch länger aktiv ist. Robotermeisterschaft? Oh. Wir haben die defekte Waffe. Da stand, dass man die defekte Waffe, dass man ein Reparaturset für finden kann. Deswegen denke ich jetzt, dass es tatsächlich sich um eine andere Waffe wieder handelt. Aber das weiß ich natürlich jetzt auch nicht sicher. Es kann ja auch sein, dass dem nicht oder dass es nicht der Fall ist. Oder dass es das Reparaturset tatsächlich ist. Diesen Ball zu drehen ist natürlich scheiße, weil wo fängt's der an, wo hört's der auf? Ganz sicher. Können wir ja jetzt eine 20-Minuten-Folge machen, wo wir den Ball drehen und hoffen, dass da irgendwas ist. Nein, das tun wir euch nicht an. Das hatte ich bei der letzten Folge von Metal Gear Solid vor, eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass ich das Spiel definitiv, weil die sieht auch bedrohlich aus, definitiv nicht mehr durchspielen werde. Sind die Trick genommen? Ja. Okay. Okay. Machen wir nicht mehr. April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber Mama höre ich von oben ein Klopfen. Er stinkt total. Das ist jetzt im Mai übrigens. Er stinkt total. Und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Okay, das mit dieser Fernbedienung. Was auch immer das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall bedeutet es auch, dass wir nach oben müssen und dass oben irgendwas ist. Wie viel Munition haben wir danach? Acht Schuss dafür. Oh Gott, wir haben acht Kräuter. Drei. Ah ne, das. Ja, achso. Da sind auch nochmal welche. Also die sind bis zu fünf stapelbar. Okay. Leben haben wir gar keins. Kann ich auch nicht kombinieren mit dem, was ich dabei habe. Das ist bis zu Munition. Kräuter kannst du ja aber so nehmen, hast du gesagt, ne? Ja, aber die machen halt nur ganz wenig so. Dann, ne? Also, es wäre schon sinnvoller, sie zu kombinieren, denke ich, so war es bisher zumindest. Ja, gut, soll ich jetzt erst noch zu der Granny zurückgehen? Sollen wir den Weg nach oben wagen? Oben wird, denke ich mal, gekämpft werden und wir haben jetzt eigentlich zu viel eingesammelt. Ich weiß nicht, wann der letzte Speicherpunkt war. Das Ding ist, ich hatte jetzt Angst, halt da reinzugehen und wir müssen diese ganze Kacke hier alles nochmal machen. Wenn ich sterben kann, man so überall. Aber ich würde mich, glaube ich, ein wenig sicherer fühlen, wenn wir erst wieder safe sind. Sind hier gerade einer in der Nähe? Ja, aber das ist was anderes in der Nähe. Ja, wir haben keinen Schlüssel mehr, glaube ich. Da, hier kommt nicht durch. Ach ja. Die Ecke auf jeden Fall abgegrast. Ach nein. Gut, die können wir mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, oh nein, wir haben zwei Dietriche. Ich würde gar keinen Platz frei werden. Es wird nicht angezeigt, wo eine Box war, ne?
Doch, da. Ach so. Das waren wir ganz am Anfang, ne? Ja, wir sind doch mal in der Nähe. Ja, okay. Gut, ich habe mir den Weg jetzt nicht gemerkt. Merken können. Also, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, mein Gehirn ist auch schon ziemlich matschig. Wir sind genau auf der anderen Seite. Kannst du da eigentlich runter, die Treppe? Nee. Obwohl, jetzt? Okay, jetzt kann ich das haben wir noch nie ausprobiert. Das hatte ich gar nicht gesehen. Oh Gott, hier sind wir wieder ganz. Ja, deswegen am Anfang vom Wäscheraum. Jetzt sind wir wirklich ganz am Anfang. Das ist falsch gelaufen. Ja, jetzt habe ich, weiß ich wieder. Einfach geradeaus. Genau. Okay. Ich hoffe, wir sind echt nicht zu leise mittlerweile. Dieses Geräusch zeigt auch, dass sie verschwinden. Okay, da sind wir wieder in unserem geliebten Box. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also das ist noch gut. Wir haben gar kein Leben mehr. Also sollte. Wie sieht's hier aus? Wir haben eine starke. Ich sortiere mal nur noch eine starke Flüssigkeit. Wir können nicht mal Dings herstellen, dann behalten wir das erstmal. So. Schrotmuni auf jeden Fall auch mitnehmen. Die Münze packe ich jetzt erst nochmal weg, bevor wir uns so weiter bewegen. Bis jetzt finde ich die sowieso. Kann ich nicht einschätzen. Finde ich die noch recht sinnlos. So eine Munition brauchen wir auch. Die Brenner, der kann eigentlich auch erstmal weg. Keine Muni. Ja. Okay. Ich nutze eben schnell. Okay, ja, oder auch nicht. Echt? Lass uns da eben zu der Granny und dann. Okay. Hältst du noch so lange durch? Ja. Okay. Trink ich noch einen Schluck.